Die Superpolarisierung unserer Gesellschaft geht weiter. Und wir haben einen neuen, außerordentlich exemplarischen Fall für diese vollständige Abwesenheit von Besonnenheit, Intelligenz und Reflektiertheit. Hast du schon das Neueste gehört, bin ich gestern gefragt worden. Da haben 60 vermummte Menschen das Haus eines Polizisten umstellt und seine Familie bedroht. Oh nein, dachte ich, es hat begonnen. Mad Max, The Purge, die Abrechnung innerhalb sozialer Splittergruppen, während das Gemeinwesen in sich kollabiert. Es hat begonnen. Ich habe auch noch vollkommen entgeistert zurückgefragt, waren das irgendwelche Reichsbürger oder Identitäre? Nein, sagte man mir, es waren Linksradikale, Antifa, alle vermummt. Oh nein, dachte ich, was haben sie wieder getan? Also macht man, was man an dieser Stelle eben tut. Man geht online und wirft die Medienmaschine an. Bei Google bekam ich an oberster Stelle den Fokus angeboten. Tja, das war mein erster Fehler. Denn damit begann meine recht unfreiwillige Transformation in einen Wutbürger. Und wer will das schon? Am Sonntag, 20.05. um 19 Uhr abends erschien der erste Artikel beim Fokus mit der Überschrift Niedersachsens Innenminister Pistorius verurteilt Polizistenattacke. Obenauf hat man dieses Wohlfühlbild gesetzt, damit bloß kein Leser mit seinen Emotionen durcheinander kommt. Der Artikel beginnt mit diesem Teaser. Rund 60 zum Teil vermummte Personen sind am Freitagabend auf das Grundstück und schließlich in das Haus eines Polizisten in Hitzacker in Niedersachsen gelangt. Nach einer Demonstration sei die Gruppe laut eines Polizeisprechers vor dem Anwesen des Beamten erschienen und habe versucht, ihn und seine Familie mit Transparenten und Protestrufen einzuschüchtern. Das ist sehr bedrückend. Psst. Es wird sich bald herausstellen, dass niemand irgendwessen Haus betreten hat. Das ist, dass ich auch mal das Wort benutze, waschechte Fake News. Aber das nur am Rande. In den kommenden Minuten wird es viel darum gehen, wie man Wörter und Sätze leicht modifizieren kann, um große Narrative in den Raum zu stellen und Angst zu schüren. Angst, das Leibgericht der Neocons. Ich möchte gleich mal die ersten drei Absätze vorlesen aus diesem Artikel, damit wir mal den preisverdächtigen Journalismus dahinter auskosten können. Also ich lese. Einige der Hausfriedensbrecher konnten festgenommen werden. Offenbar war der Angriff auf das Anwesen des Polizisten von Linksradikalen organisiert und durchgeführt worden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius fand auf seiner Facebook-Seite deutliche Worte zu dem Vorfall. Über die Ereignisse, die sich gestern Abend in Hitzacker vor dem Haus und offenbar sogar auf dem Grundstück eines Polizisten zugetragen haben, bin ich zutiefst bestürzt. Er sei absolut davon entsetzt und hoffe, dass alle beteiligten Personen schnell ermittelt und für ihre Tat bestraft werden. Da wird also schon im ersten Absatz vom Innenminister bestätigt, dass niemand irgendwo ins Haus gegangen ist. Das hat aber die Genies beim Fokus nicht dazu animiert, ihren Teaser zu verändern. Aber das nur am Rande, ich will ja bloß nicht rabulistisch erscheinen. Ich lese da noch ein bisschen vor aus diesem Artikel, weil das ist ja wahnsinnig aussagekräftig. Wie die Bild-Zeitung berichtete, war der Polizist zur Tatzeit am Freitagabend gar nicht zu Hause, sehr wohl aber dessen Frau und die gemeinsamen Kinder. Wie die Polizei gegenüber der Zeitung bestätigte, sind alle vorübergehend Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Gegen drei Randalierer sei ein Strafverfahren unter anderem wegen Land- und Hausfriedensbruch eingeleitet worden. Alle anderen hätten einen Platzverweis erhalten. Die Personen stammen aus der linken Szene. Bild-Zeitung, das ist auch die beste Quelle für Fokus. Und es ist auch ein wenig überflüssig, in diesen Absatz erneut einzuschleusen, dass es sich um Linksradikale gehandelt haben soll. Es stand ja schon darüber. Aber lesen wir mal auch den dritten Absatz. Mal sehen, ob der anonyme Verfasser oder Verfasserin es tatsächlich schafft, auch nochmal in den dritten Absatz die Information zu platzieren, dass wir es hier mit bösartigen Linksradikalen zu tun haben. Ich lese. Der Angriff sei eine neue Dimension der Gewalt gegen Polizeibeamte, heißt es auch in einer Presseerklärung der Polizei. Wie die Elbe-Jezel-Zeitung berichtete, sei der betroffene Polizist in der Staatsschutzabteilung tätig und in der Vergangenheit an einem Einsatz an einem linksradikalen Szene-Treffpunkt in Meuchelfitz bei Lüchow beteiligt gewesen. Der Name sowie die Adresse des Polizisten sei danach auf einer Internetseite von Linksradikalen aufgetaucht. Immerhin kann man nach diesem Absatz mühsam erkennen, dass es da irgendeine Vorgeschichte gab zwischen diesen Polizisten und den Leuten, die da kamen.
Aber gut, es ist erstmal nur eine Meldung. Doch am nächsten Tag in den Morgenstunden, da wurden Fakten geschaffen. Da erschien der nächste Artikel mit der Überschrift »Drohende Vermummte«. So erlebte der Polizist den linken Hass vor seinem Haus. Das Bild unter der Titelseite macht ja auch wirklich Angst. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr schaut aus dem Fenster und diese Meute hat sich um euer Haus postiert. Das ist ja entsetzlich. Lesen wir mal. Nachdem 60 teils Vermummte vor dem Haus eines Polizisten in Niedersachsen aufmarschiert waren, werden nun weitere Details über den Vorfall bekannt. Wie ein Polizeisprecher zu Focus Online sagte, war der Polizist, gegen dessen Familie sich der Aufmarsch richtete, bei dem Polizeieinsatz danach selbst vor Ort. Demnach war der Beamte zunächst auf einem Einsatz in Gorleben, als sich vor seinem Haus nahe Hitzacker die Linksautonomen postiert hatten. Bislang war lediglich bekannt, dass die Familie des Mannes zum Zeitpunkt des Aufmarsches allein war. Und weiter heißt es, die Personen waren sehr aggressiv. Durch lautstarke Stimmungsmache, Anbringen von Bannern und durch ihre Vermummung hätten die Teilnehmer versucht, dessen Familie einzuschüchtern. Die Autonomen hätten Hassgesänge wie »Wir haben einen Spaten für den Garten« angestimmt und den Mann und seine Familie damit konkret bedroht. »Die Personen waren sehr aggressiv«, sagte der Sprecher. »Die Familie des Mannes hat das Haus nicht verlassen und wurde zum Glück nicht verletzt. Die Gruppe habe gezielt das Grundstück und private Wohnhaus des Polizeibeamten heimgesucht. Der Name und die Adresse des Mannes wurden auf diversen einschlägigen linken Webseiten veröffentlicht. Der Beamte sei dann, nachdem er von dem Vorfall vor seinem Haus gehört habe, dorthin gefahren und habe sich um seine Familie gekümmert. Er sei schockiert gewesen, sagte der Sprecher. Weitere persönliche Details wollte er aus Rücksicht auf den Mann nicht nennen. Weitere Polizeikräfte wurden vor dem Haus zusammengezogen. Es soll dann laut Polizei zu Handgreiflichkeiten und Widerstandshandlungen gekommen sein. Einige der mutmaßlichen Täter hätten auch versucht zu fliehen. Die Polizei erteilte Platzverweise und nahm mutmaßliche Täter in Gewahrsam. Tja, die Polizei hatte scheinbar alles im Griff, wie es scheint. Und es wurden Leute verhaftet und jene, die flüchten wollten, wurden eingefangen. Interessant auch der nächste Abschnitt mit der Zwischenüberschrift »Autonome verharmlosen Protest«. Niedersachsen-Innenminister Boris Pistorius hat den Aufmarsch scharf kritisiert, was wir schon in dem vorangegangenen Artikel auch schon gehört haben. »Ich bin absolut davon entsetzt. Das ist eine unfassbare Grenzüberschreitung«, schrieb er bei Facebook. »Wenn der Name und die Adresse dieses Beamtenhaus Hitzacker auf einschlägigen Seiten der linksautonomen Szene veröffentlicht werden und er dann zu Hause mit seiner Familie Opfer einer solchen Bedrohungslage wird, können wir das nicht hinnehmen und müssen reagieren.« Ist euch aufgefallen, wie einige Blätter nur noch wiedergeben, was irgendwelche Politiker auf Mark Zuckerbergs Facebook schreiben? Ich würde sagen, der schwäbische Ausdruck Geschmäckle passt da wie die Faust aufs Auge. Und Bedrohungslage, interessante Wortwahl. Ich vermute sogleich sinnentleertes Politikergeschwätz. Bedrohungslage ist, wenn man NATO-Truppen in der Ukraine stationiert. Das ist Bedrohungslage. Boris Pistorius, was für eine Pfeife. Ich lese noch einen Absatz, denn hier bemüht sich der Fokus um Ausgewogenheit und eine Gegendarstellung. So heißt es dort, die linksextreme Szene stellt den Vorfall ganz anders dar. In einer Pressemitteilung sprechen die Autonomen verharmlosend von einem Straßenmusikkonzert gegen Repression. Von der Bedrohung des Beamten und seiner Familie ist keine Rede. Stattdessen beschuldigen die Verantwortlichen die Polizei und insbesondere den betroffenen Polizisten massiv. Die Beamten hätten ohne Vorwarnung auf Menschen eingeschlagen, dadurch seien etwa 10 Personen verletzt worden. Von den Beamten sei nur der betroffene Polizist unvermummt und erkenntlich aufgetreten und habe in Rage auf am Boden liegende Personen eingetreten. Das ist eine interessante Kontrastaussage zu dem, wie es der Polizeisprecher geschildert hatte. Der Polizeisprecher sagte zu diesen Anschuldigungen, das kann ich so nicht bestätigen. Einige wenige Personen erlitten leichte Schürfwunden. Eine Person hat über eine schmerzende Nase geklagt. Der Einsatz werde aber wie üblich untersucht. Das ist wirklich ein bizarres Bild. Da bedrohen diese Schurken eine unbescholtene Familie und haben dann auch noch die Frechheit, das Ganze als ein Straßenkonzert zu rechtfertigen. Ich bin ganz fassungslos. Schade nur, dass auch dieser Artikel keinen richtigen Autor hat. Da heißt es nur unten anonym mit DPA. Sprich, man hat einfach nur eine DPA-Meldung genommen, sie mit all diesen eindeutigen Adjektiven gewürzt und fertig ist das journalistische Fastfood. Und am Abend desselbigen Tages beginnt die ganze Angelegenheit nach Agonie zu riechen. Denn da bemüht sich Focus mit einem dritten Artikel darum, aus der ganzen Sache eine Staatsaffäre zu machen. So heißt es da in der Überschrift, Kritik an Wohnhausbelagerung in Hitzacker reißt nicht ab. Belagerung, das ist ungefähr das, was
die Hellenen vor Troja gemacht haben. Und erneut wird das dankbare Archivbild der düsteren Autonomen benutzt. Tja, lasst uns Angst einschleusen in alle biederen Haushalte. Schiebt die Riegel vor, klappt die Fensterlade zu. Der schwarze Block kommt. In dem dritten Text, der erneut von SAH zusammen mit der DPA aufgeschrieben wurde, erfahren wir nun Folgendes. Nachbarn alarmierten am Freitagabend die Polizei, die drei Demonstranten in Gewahrsam nahm. Inzwischen sind alle wieder auf freiem Fuß, sagte Polizeisprecher Kai Richter am Pfingstmontag. Also gemessen daran, welch einen Dämon da die vorangegangenen Texte von SAH heraufbeschworen haben, ist das aber sehr, sehr antiklimaktisch, kontraintuitiv. Die Polizei hat gar niemanden so richtig verhaftet und sogar die drei schlimmsten Täter wurden sogleich wieder auf den freien Fuß gesetzt. Na, kein Wunder, dass es so viel Kriminalität gibt, so viele Einbrüche. Waren das vielleicht Migranten? Okay, ich weiß, Sarkasmus ist nicht immer die feinste Art, aber ihr werdet vielleicht meine Empfindungen besser verstehen, wenn ihr die zweite Hälfte dieses Videos gesehen habt. Und diese beginnt jetzt. Ich habe mir das Ganze auch noch in der Taz angeschaut. Interessant finde ich, dass die Taz eine ganz andere Art von Foto abdruckt. Da kann man sogar eine Gitarre sehen. Hatten diese Bösewichte tatsächlich eine Gitarre dabei? Das muss wohl nur zur Täuschung gewesen sein, aber interessant auch, dass unter dem Bild als Quelle ebenfalls die DPA genannt wird. Das sieht ja fast so aus, als ob Focus keine Lust auf Gitarren im Bild hatte. Das würde die harte, kernige Message kompromittieren, nicht wahr? Die haben lieber zwei Artikel nacheinander dasselbe Symbolbild verwendet, also ein altes Archivbild, das dem Leser helfen soll, sich die Dinge richtig vorzustellen. Doch zurück zur Taz. Dort hat man im Grunde in sehr ähnlichem Tenor verfahren wie alle anderen, aber immerhin diesen interessanten Absatz abgedruckt. Ich lese. Eine vermummte Hundertschaft der Polizei habe anschließend auf die abziehenden Aktivisten eingeprügelt. Auch der kritisierte Polizeibeamte sei darunter gewesen und habe als einziger Unvermummter auf am Boden liegende Aktivisten eingetreten. Die Aktivisten wären über 5 Stunden in einem Polizeikessel festgehalten worden. Das Vorgehen der Polizei war absolut unverhältnismäßig, der Kessel in meinen Augen gesetzeswidrig, so eine Musikerin. Nun muss das natürlich nicht die Wahrheit sein, nur weil eine der beteiligten Personen das behauptet. Das geht ja mehr in die Richtung von Aussage gegen Aussage. Aber immerhin macht hier jemand klare Aussagen. Beim Fokus, da heißt es nur, die Bild sagte, der Politiker auf Facebook sagte, was ist denn das für ein Gossenjournalismus? Da finde ich das hier deutlich glaubwürdiger. Es ist immerhin eine Zeugenaussage und ich kann darüber nachdenken, ob ich sie glaube oder nicht. Übrigens, nur ein kleiner Seitenhieb in Richtung AfD und Konsorten. Für die ist der Fall gefundenes Fressen. So zeigt es wenigstens die Echo Chamber der Rechtsradikalen. Die freuen sich wahnsinnig, dass nun die Abscheulichkeit der Linksradikalen so bloßgestellt wird. Und das ist sehr ironisch, denn das sind dieselben Leute, die ständig Lügenpresse schreien und nun ihre Cues von Blättern wie der Focus nehmen und von der Presseseite der Polizei. Ich finde, die Pegida muss sich da irgendwann mal auch entscheiden. Entweder bei der Presse sind das alles Lügner oder die Gesamtverhaftung der journalistischen Landschaft hat ein logisches Problem. Oder wenigstens das Wort Ironie im Lexikon nachschlagen, das würde ja auch schon helfen. Und dann haben sich jene Leute zu Wort gemeldet, die das Ganze angerichtet haben. Und sie haben im Grunde nur gesagt, naja, wir haben es nebenbei auch gefilmt. Wollt ihr euch das mal anschauen? Also schauen wir uns doch mal an, was da eigentlich los war. Werfen wir einen Blick auf diese gewaltgeile Atmosphäre aus Hass und Einschüchterung. Vermummte Staatsfeinde, Radikale. Film ab. Ohren, die große Kälte hat uns vereist. Wir fühlten uns zerschlagen und verloren. Ich hab den Frühling schon ein Kabel in der Hose.
nichts bleiben muss, wie es ist. Dass nichts bleiben muss, wie es ist. Und hier, meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die kalten Berichte. Wieder trampeln sie auf Menschenrechten herum. Erinnert euch meiner Geschichte. Erinnert euch meiner Geschichte. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffe und drei rote Pfiffe und drei rote Pfiffe im Wald. Das sind endlich mal echte Fakten jenseits des tendenziösen Gelabers. Also in die Hosen geschissen habe ich mir vor diesen Terroristen in dem Videoclip nicht gerade. Nach der pathosgeladenen Lektüre der Fokusartikel habe ich so etwas wie eine Abrechnungsorgie des Islamischen Staats erwartet. Bedrohungslage und sowas. Nun muss man auch ein solches Video nicht mit Köder und Haken schlucken. Natürlich nicht. Natürlich muss man mehr ins Detail gehen und sich fragen, wo die restlichen Aufnahmen sind. Das hier ist ein mehr zusammengeschnittener Clip, der durchaus sehr tendenziös sein könnte. Das liegt in der Natur der Sache. Ist ja klar, dass die Macher dieses Videos irgendwo ihren Standpunkt damit verteidigen möchten. Ich sage jetzt mal, was ich von der ganzen Aktion halte. Nicht viel. Wir haben eine Gesellschaft, die seit Jahrzehnten Plattformen für den Diskurs stellt. Danach gehen wir alle nach Hause, in unsere Wohnungen und in unsere Häuser und denken hoffentlich darüber nach, was wir hätten besser machen können. Doch diese Privatsphäre ist etwas, das mir sehr wichtig ist. Somit bin ich nicht mit der Aktion einverstanden. Ich finde, man sollte Familien, Kinder und private Grundstücke aus dem Spiel lassen. Somit schade. Die Aktion ist in meinen Augen kein Erfolg, denn sie hat nur all den Gegnern dieser Leute in die Hände gespielt. Sie hat ja sogar dazu beigetragen, dass sich zumindest in der Sphäre von Twitter und Facebook und Co., dass sich dort sozusagen die Staatsorgane und die Ultrarechten auf einer Linie befinden. Und das kann ja unmöglich die Absicht gewesen sein. Aber in diesem Video hier, das ich gerade mache, geht es nicht darum, ob die Antifa-Leute im Recht oder im Unrecht waren. Ich denke, sie waren im Unrecht. Sie mochten in der Sache im Recht sein, und dazu kommen wir noch. Aber die Form spielt dabei auch eine Rolle und mit der bin ich nicht einverstanden. Aber mir geht es hier um falsche Realitäten und die Wirklichkeit dahinter. Fokus spielt hier mit extrem schmutzigen Tricks. Diese Redaktion macht sich wirklich darum verdient, dass man sie als Lügenpresse anschreibt. Da wird eine halbwahre Montage aus Worten und Bildern geschaffen, die ganz genau eine bestimmte Stimmung heraufbeschwören soll. Das sind Hetzschriften. So gehen staatstreue Bürokraten vor und keine Presseleute. Das ist kein Journalismus. Journalismus heißt, Fragen zu stellen und Zweifel an dem gebotenen Narrativ zu haben. Und nicht einfach irgendwas von der Presseseite der Polizei ablesen und es dann mit Hassadjektiven einfach abdrucken. Und noch was. Meine Stellungnahme hier nimmt exemplarisch Fokus in den Fokus. Das aber ist kein Alleingang vom Fokus gewesen. Dieselbe Scheiße fand man im Spiegel und auch in anderen Blättern. Das hier ist ein kollektives Armutszeugnis. Es ist das Armutszeugnis einer Presselandschaft, die sich schon längst den neoliberalen Allesfressern und dem rechtskonservativen Establishment gebeugt hat. Nur das Volk hat es noch nicht gemerkt. Liebe Redakteure, ihr macht einen beschissenen Job. Und das geht nicht auf das Konto all jener Journalisten, die bis heute großartige Artikel schreiben. Ich rede von den Redaktionen. Es mag sein, dass das für euch alles ganz dufter ist, als Speichellecker innerhalb einer Infrastruktur aus Lobbyisten und behäbigen Politikern zu operieren. Die Hälfte von euch steckt in der Atlantikbrücke und anderen neoliberalen Denkfabriken und eure Integrität, den Menschen Neuigkeiten, aber vor allem aufklärende Einsichten zu bringen, ist gegenwärtig massiv kompromittiert. Es ist kein Zufall, dass ihr in regelmäßigen Abständen von die Anstalt aufs Korn genommen werdet. Arrogante Popanzhaftigkeit zieht das eben nach sich. Nun, ich werde weder euer verlogenes, manipulatives Drecksblatt kaufen, noch werde ich wegen eurer rechtsradikalen Webseite den Adblocker abstellen. Es ist die Natur eurer Artikel, die Leute wie mich in die Blogosphäre treibt. Kein Wunder, dass immer mehr Leute ihre News von YouTube beziehen. Und nochmals, niemand muss sich hier polarisieren lassen. Die Aktion der Linksautonomen kann man ruhig scheiße finden. Da bin ich mit euch. Aber das
ist ein gewaltiger Unterschied zu das. Ich habe noch keine furchterregenden Staatsfeinde mit einer Geige in der Hand getroffen. Ihr verdammten Mistkerle, woher nimmt ihr eigentlich diese Unverschämtheit? Zum Glück bin ich aber nicht der Einzige, dem diese peinliche Schäbigkeit der Tagespresse aufgestoßen ist. Ich habe hier einen großartigen Artikel von Timo Rieck auf dem Blog spiegelkritik.de gefunden mit dem Titel »Wir Billigheimer«. Unbedingt lesen. Ich kenne den Verfasser nicht, aber ich habe vor, von ihm mehr zu lesen. Ich poste den Link mal unter mein Video. Übrigens, wer mal detailliert Wort für Wort, Minute für Minute lesen möchte, was da alles so abgelaufen ist an diesem Tag, kann das hier auf der Blogseite von Gasthof Meuchewitz durchlesen. Auch den Link werde ich unten posten. Nun kann man natürlich der Meinung sein, dass das auch nicht die ganze Wahrheit ist und vielleicht im Sinne der Beteiligten modifiziert wurde. Ja, möglich, Aussage gegen Aussage. Aber es ist immerhin eine kohärente Zusammenstellung der Ereignisse, über die wir hier nun reden können. Da wird gezeigt und gesagt, was wer gemacht hat. Auf der Presseseite der Polizei heißt es nur, mehr möchten wir darüber nicht sagen, aus Rücksicht auf die Familie. Und das ist ein Code dafür, dass man einfach sich nicht dazu äußern möchte, warum der betreffende Polizist auf verhaftete Leute auf den Boden eingetreten hat. Das sind die Details, um die es hier geht. Das sind die kleinen Wortspiele, mit denen man ein Narrativ erschafft. Deutlich intelligenter dagegen der Artikel in Neues Deutschland. Link ebenfalls unten. Denn dort hat man tatsächlich einen echten Journalisten ans Telefon gesetzt, mit der Aufgabe, mal ein paar Informationen herauszufinden, was das Ganze eigentlich soll. Und da erfahren wir plötzlich, dass dieser Polizist nicht wirklich ein klassischer Polizist ist, so im Sinne eines Kriminalermittlers oder eines Streifenpolizisten. Wir erfahren auch, dass im Februar eine mit Maschinenpistolen bewaffnete Truppe aus vermummten Staatsschützern das besagte Gasthof Meuchewitz gestürmt haben. Und jetzt haltet, liebe Steuerzahler, euch fest. Sie haben es gestürmt, weil es dort angeblich ein IPG-Plakat gab. Ein IPG-Plakat. IPG, das sind diese kurdischen Frauenbataillone, die gegen den Islamischen Staat gekämpft haben und die vor wenigen Wochen die IS-Hauptstadt Raqqa befreit haben. Mit der Unterstützung des Westens übrigens. Wir wechseln in Syrien ständig unsere Loyalitäten. Mal finanzieren wir die Dschihadisten und die Salafisten, weil wir Assad nicht mögen. Mal unterstützen wir die Kurden, weil wir die Salafisten nicht mögen. Eine Razzia mit Maschinenpistolen bei Leuten, die mit Fiedel und Banjo Protestlieder spielen. Der einzige Grund, warum sie wegen diesem Schwachsinn ein vermummtes Kommando mit Schnellfeuergewehren in eine Herberge geschickt haben, ist, weil Deutschlands oberster Führer und Gebieter, Präsident Erdogan, es Deutschland befohlen hat. Und wenn Präsident Erdogan etwas befiehlt, dann wird gekuscht und brav apportiert. Da läuft man auch mal mit Maschinengewehren im Anschlag in eine Herberge, in der ein paar linke Weltverbesserer gerade schlafen. Denn sonst kriegt Präsident Erdogan schlechte Laune und dreht mal kurz das Ventil mit den Flüchtlingen auf, um uns zu maßregeln. Puh, heilige Einfalt. Wenn man also genauer hinsieht, geht es da um etwas mehr als nur Linksradikale, die einen armen Polizisten behelligen. Der betreffende Staatsschützer, was immer das ist, war sich auch nicht zu schade, um anschließend auf Leute, die festgenommen auf dem Boden lagen, einzutreten. Das ist das andere Symbolbild, für Fokus wenig geeignet, das versteht sich. Doch dieses Symbolbild des auf gefesselte Teenager eintretenden Kommandos ist die Bankrotterklärung des modernen Europas. Da wird schnell klar, dass solche Ereignisse bitter nötig haben, dass man sie genau untersucht. Das Stichwort hier lautet Kontext und damit die unbeliebte Frage nach dem Warum. Da gibt es einen ganzen Berufsstand, dessen Job ausschließlich darin besteht, ständig den Kontext offenzulegen. Wie nannte man das früher nochmal? Ach genau, Journalisten. Das sind die Leute, die man in den bonzigen Korridoren des Fokus nicht findet. Egon Erwin Kisch dreht sich gerade im Grab um angesichts dieser Schande. Wie gesagt, ich finde die Aktion dieser Linken nicht gut. Sie war nicht durchdacht, sie war ethisch fragwürdig und sie scheiterte daran, dass die Gegenseite einfach eine tausendfach größere Erfahrung damit hat, Bilder und Sätze manipulativ zu verschrauben und einzusetzen. Natürlich auf dem Rücken von Millionen Menschen, die das kritiklos schlucken und diesen Blödsinn glauben. An die Adresse von Fokus kann ich nur sagen, abscheulich. Wirklich abscheulich. Seid in diesen Tagen verdammt vorsichtig, wer euch leise irgendwelche Wahrheiten ins Ohr einflüstert. Glaubt nicht mir und schon gar nicht dem Fokus. Es sind finstere Zeiten.
Wenn ihr das Segelschiff eures Lebens durch diese dunklen Gewässer steuern wollt, müsst ihr es vermeiden, euch polarisieren zu lassen. Lasst euch nicht einspannen, macht nicht die Drecksarbeit jener, die euch manipulieren wollen. Diese ganze Geschichte in Hitzacker ist nur der eingerissene Zehennagel eines viel größeren Organismus, eines viel größeren Problems, das uns alle betrifft. Hier geht es um die Frage, auf welche Welt wir dazu driften. Es mag schon sein, dass die Dinge dieser Welt keine endgültige Wahrheit besitzen. Heinz von Förster und Ernst von Glasersfeld wären da sicher meiner Meinung. Doch es gibt Lügen. Es gibt quantifizierbare Lügen. Es gibt sehr viele Lügen. Und hat man diese Asymmetrie verstanden, ist man einen entscheidenden Schritt weiter und man ist robuster gegen die Einflüsterer. Macht's gut. Seid wachsam.